Es geht weiter mit Edelring. Wir hören, wir machen da weiter, wo wir das letzte Mal aufgehört haben. Und zwar sind wir im Shadowkeep. Und zwar, ich zeige euch nochmal, wie wir da hingekommen sind. Das ist nämlich ganz kurios. Es gibt ja verschiedene Wege. Ich bin ja hier irgendwie angefangen. So. Aber jetzt bin ich einen ganz anderen Weg. Wir sind hier über, also eigentlich hier, von den Morth Runes sind wir unten durch ins Bonny Village, über die zwei Brücken, dann hier hoch und eigentlich wollte ich hier runter ins Gewächshaus, habe mich ablenken lassen, bin stattdessen nach hier oben und dann sind wir durch den Hintereingang quasi in die Feste rein, haben das Wasser abgelassen und ja, haben dann noch festgestellt, dass es auch noch 70 Etagen nach oben geht und jetzt gibt es hier erstmal 1 Million Sachen zu erkunden. Also, ich weiß gar nicht. Es ist crazy. Es ist wirklich crazy, weil es so viel ist. Ja, und hier sind wir jetzt, ne? Wir sind drinne und ich bin echt so ein bisschen unsicher, in welche Richtung ich jetzt hier weiter forschen soll. Weil einfach überall was ist. Und ehrlich gesagt, weiß ich gar nicht, wie wir da hingekommen sind. Weil hier fing ja eigentlich alles an. Guck, hier war alles voll mit Wasser und jetzt ist hier einfach kein Wasser mehr und wir können hier jetzt mit dem Lift runter, den Lift, den hat man vorhin noch gar nicht gesehen, aber wir müssen aufpassen, weil da unten ist ein Gegner, aber ein bisschen vorsichtig sein. Ich weiß schon alles über den Endboss. Ich konnte keine Spoiler verhindern. Weil die Frage gerade im Chat kam. Das lässt sich natürlich... Das ist auch meine Schuld. Ich sitze jetzt schon 3 Wochen nach Release. Es war klar, dass dann halt irgendwann die Spoiler kommen. Und ich verfolge ja auch Elden Ring Content und YouTuber oder Content Creator, die sich mit Elden Ring Inhalten beschäftigen. So, es war einfach nicht... Ich brauche nur einmal die YouTube-Startseite ausrufen und dann habe ich schon zig Überschriften und Thumbnails, die alles spoilen. Also ich habe damit meinen Segen gemacht, dass ich dahingehend nicht überrascht werde. Aber ich habe mir keine Zwischensequenzen oder Kämpfe oder sowas angeguckt. Ich höre hier doch schon wieder... Yeah. Aua. Welches Gebiet im Hauptspiel magst du gar nicht? Das ist eine gute Frage. Ich bin nicht der allergrößte Fan von Mountaintop of the Giants, to be honest. Ansonsten weiß ich gar nicht, was ist. Fällt mir jetzt gerade gar nicht so viel ein. Aber ich fand es jetzt auch nicht scheiße, Mountaintop of the Giants. Das ist nur... Hat mir weniger Spaß gemacht als die anderen einfach.
Ja, der Rot Lake war auch ein bisschen lame irgendwie. Aber beim ersten Mal fand ich das geil, den irgendwie so zu sehen, den Rot Lake. Das war irgendwie schon so typisch Miyazaki. Geil das einfach aussieht, ey. Da sind wir hergekommen, ne? Just in case. Caled nicht so geil. Ja, Caled finde ich irgendwie bietet aber halt eine Menge, ne? Also, und ich fand's halt auch irgendwie schon beim ersten Mal, wenn dann da die Vögel da sind und so, fand ich das schon irgendwie sehr beeindruckend. What the fuck? Da ist er, der Dreckswurm. Die sind ja so nervig, diese Würmer. Nee. Und stagger doch jetzt bitte. Na, komme ich da ran? Nicht so richtig. Halt's Maul. Der lebt ja noch. Lol, ich dachte, er ist tot. Ich bin tot. Ich dachte, der Scheißer ist tot. Hab ich auf den falschen Energiebalken geguckt? Hä? Ich hab mich gar nicht geheilt, weil ich dachte, der ist. Ich hab einfach aufgehört. Ich dachte, er ist tot, Alter. Na gut. Eigentlich war das doch okay, oder? Was haben wir denn hier eigentlich? Passt ja eigentlich so weit. Ja. Was ist die Lore hinter den Würmern? Ich glaube, das sind irgendwelche Baumwurzelgedöns. Keine Ahnung. Irgendwie so. Wer weiß das schon? Der lebt immer noch. Das gibt's nicht. Ah, ich bin. Jetzt hat. Okay. Jetzt habe ich gedacht, ich bin gestorben. Jetzt ist er gestorben. Alles klar. Mantle of Thorns. Weißt du, ob Bloodborne an einem. Bluepoint an einem Bloodborne Remake arbeitet? Nee, weiß ich nicht. Somberstone 5. Das ist alles lächerlich aus hier. Cover self with shadow trees, impenetrable thorns. Dodge rolls will damage enemies. Gut.
Auch hier wäre es mal wieder interessant, also Stichwort Bloodborne und Bluepoint. Wann hat Bluepoint das Dark Souls, Demon's Souls Remake angekündigt? Wie viele Monate vor dem Release? Das müsste man mal rausfinden. Oder wann war die offizielle Ankündigung und wann kam das Spiel? Naja, 2020 kam es raus mit dem PlayStation 5 Release. Genau. Aber ich meine auch, es war nicht so ewig. Es war. Also, es war auf jeden Fall nicht so 4 Jahre in Entwicklung mäßig, sondern es war eher so. Keine Ahnung. Ein Jahr vielleicht. Ich glaube halt, irgendwas ist da rechtlich irgendwie. Irgendwas stimmt da rechtlich nicht. Irgendwie gibt es da Uneinigkeiten zwischen. Zwischen Sony und FromSoft, weil sonst hätten die das, glaube ich, auch schon längst gemacht. Hier, fangen. Alter. Es gibt ja kaum ein Spiel, das sich Fans mehr wünschen. Und wenn man sich anguckt, was alles released wird an Remakes und so weiter, ausgerechnet Bloodborne nicht, das macht einfach für mich kaum Sinn. Helm of Vego, Elder Among the Fire Knights, two warp death masks stacked on top each other, reduces FP used to summon spirits. Ach, guck mal, jetzt raff ich, wo wir sind. Da oben, ja. Oh, da ist noch das Item auf der Statue, das muss ich auch noch holen. Bloodborne kann man noch gut spielen heute. Ja, theoretisch schon, aber... Fire Night Seal. Ich will es eigentlich nur noch in 60 Frames spielen. Boosts Mesmer's Flame Incantations. Sacred Seal of the Fire Knights, who answer directly to Mesmer the Impaler. Enhances Fire Incantations of Mesmer. Das ist ein ganz schönes. Ach, egal. Kennt ihr das, wenn ihr so einen Gedanken habt und dann den schon verbalisiert und dann im Satz merkt, ehrlich gesagt, das ist komplett dumm,
und belanglos, was ich sagen wollte, und dann einfach abbrechen. Rückzug. Schon wieder ein Aufzug? Runter. Alter. Junge. Bringt er mich auf die andere Seite vom Planeten oder was? Holy shit, das war eine lange Aufzugsfahrt. Was macht er da, fragt ihr euch vielleicht. Ich habe keine Ahnung. Gucken, ob eine Öffnung im Aufzug ist. Eigentlich muss man während des Aufzugs mal scheckeln, ne? Um zu gucken, ob da nicht irgendwo so ein Ausgang ist. Aber was ist hier? Hier ein Boss oder was? Wo sind wir hier, Leute? Eine sichere Brücke hier. Iris of Grace. Place on the eye of another one to grant light. Und ich habe das andere Item habe ich benutzt für die Waffe. Habe ich da was verkackt? Hätte man die beide zusammen benutzen müssen? Place of an eye of another to grant them the light of grace. Kann also. Ich glaube, da habe ich eine Quest verkackt, Leute. Bei der Leiche, die da lag, konnte man das benutzen. Shit. Ich hab's mir noch gedacht, aber ich dachte... Ja, das war nix. Das war dumm, glaube ich. Ich weiß auf jeden Fall, das Gegenstück hatte ich. Und das habe ich oben bei diesem NPC benutzt, der mir hier diese Waffe gegeben hat. Quilling's Greatsword. The fuck, wo bin ich denn hier? Boah, das ist dieses Areal hier, alles klar. Shadow Tree Base. The fuck? Wir sind wirklich an der Wurzel vom Shadow Tree. Ist das ein Boss?
Bin ich in der Boss-Arena? The fuck? Wo bin ich denn jetzt hier gelandet, Freunde? Ich bin gerade ein bisschen überfordert. Was machen wir denn da? Sind wir gut aufgestellt für einen Bossfight? Versuchen wir es mit dem Hammer? Warum nicht, ne? Versuch macht klug. Ich weiß ja nicht, was... Shadow Tree Avatar. Boah. Wie fett Damage habe ich denn gemacht? Ich sehe gar nichts. Wow, 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 wow. Ja, ja, okay, easy. Spring mal. The fuck? Ich treff halt nicht. Jetzt. Aber er trifft auch. Hier! Pam! Easy! First try, bitch! Oh, warte! Bam! Hä? Ja, first try, bitch! Fuck! Hä? Was ist denn jetzt? That the fucking hell, ist der dumm? Alter, was geht denn hier ab gerade? Alter. What the fuck? Okay, wenn wir nicht die Fresse von dem treffen, machen wir fast kein Damage. Ja, okay. What the fuck is here going on, Alter? Ich dachte, ich hab den besiegt im First Try. Also ein bisschen zu leicht. Ich hätte es mir schon fast denken können eigentlich. Damage war gut. Damage war gut. Wir müssen allerdings den Kopf treffen. Weshalb ich mir überlege, ob vielleicht nicht besser das Dragon Katana sogar wäre. Weil wir damit echt eine schöne... Wucht in die Fresse von der Sonnenblume ballern können. Let's think. Wo war denn das nochmal? Da. Dragon Hunters Katana. Vielleicht. Ich weiß nicht, ob das viel Damage bei dem macht, aber... Wenn wir die Sonnenblume... Boah! Was sind das für krasse Pflanzenficke? Okay. Okay. Boah! Yes, baby! Yeah, tschüss! That's the weapon to go, bitch! Achso, ich muss ihn finishen. Nein, jetzt habe ich wahrscheinlich verpasst, dem anderen schon richtig Damage zu machen. Wo kam der denn? Von wo? Von da? Von überall! Ja, siehst du, der hat jetzt volle Energie. Thank you.
treffe ich zum Beispiel gar nicht. Boah, und er watscht mich einfach runter von da oben. Ich treffe ihn gar nicht, ne? Oh, ich lebe noch. Ne, jetzt nicht mehr. Okay, der ist aber wild, ey. Da habe ich mir selber unnötig schwer gemacht. Also erste Phase, super die Waffe. Lass mich überlegen. Gut, ich muss den... Ich muss den auf jeden Fall... Oh, guck mal hier. America's Room. Muss ich mal kurz überlegen. Haben wir noch Tricks in the Sleeve? Ich weiß nicht, was der für eine Weakness hat. Feuer könnte sein, wegen Blume. Aber eigentlich... Was war das nur? Okay, wir müssen... Ich könnte mir vorstellen... Mein fucking Black Dagger. Da, Black Knife. Dass das auch funktioniert. Easy, du Schmock. Hier. Mann, irgendwie treffe ich nicht. Scheiße, ey. Scheiß Projektile, die immer so langsam fliegen. Siehst du, jetzt habe ich schon wieder keinen Bock, mich zu buffen. Jetzt macht er nicht mehr so viel Schaden wie vorhin. Okay. Vielleicht ist es doch nicht die richtige Waffe. Vielleicht ist es nicht die richtige Waffe. Dauern einfach so scheiße lang, ey. Einmal probiere ich es noch mit der, dann switch ich. Ich bin nicht hundertprozentig zufrieden mit dem Setup.
Oh, ich kann mich nicht bewegen. Mann, der wird immer abgebrochen. Huch, warum? Ich habe die falsche Taste gedrückt. Ich bin so dumm. Okay, ah, jetzt wissen wir, dass Black Knife scheiße ist. Ich bin unentschlossen. Was nehmen wir als Zweitwaffe? Was nicht schlecht wäre, wäre irgendwas. Lol, ich probiere das jetzt. Weil ich da Bock drauf habe. Ich habe trotzdem Fat Roll? Warum? Scheiße. Ich kann gar nicht wieder schießen, weil die zu langsam ist, Leute. Ich krieg's einfach nicht abgefeuert. Das ist, als ob ich in Zeitlupe kämpfe. Ich glaube, am Ende wird's das Blasphemous Blade, sind wir ehrlich, oder? Am Ende ist es doch wieder das Blasphemous Blade. Es ist ein bisschen lame. Okay, das Experiment ist komplett schief gegangen. Am Ende ist es wahrscheinlich wieder das Blasphemous Blade. Schön mit hier. Nee, warte. Dann machen wir hier noch schön Feuerkacke rein. Ich muss auf Defensive gehen. Was ist hier besser, das oder das? Probieren wir es mal so. Zu früh. Drei Treffer. Oh. Was?
Hier, Catch. Oh. Oh, hat er eine Sahne. Nein! Ein Zentimeter zu nah. Scheißen Dreck. Okay. Da hat er aber wirklich Glück gehabt. Ich stand mitten in ihm, hab gezündet, zweimal nicht getroffen. Sonst wäre der Kampf anders verlaufen. Ganz ehrlich. So, pass auf. Jetzt machen wir sogar noch mit Buff. Ist das sogar ein One-Hit? Wie lame. Jetzt. Nein! Du sausackiges Pimmelfickvieh, ey. Wie ich halt nur Luftlöcher schlage. Ja gut, da kannst du natürlich nicht gegen Boss gewinnen, wenn du viermal daneben haust, ey. Leck mich. Alter Leckmichel, ey. Fuck it. So einen Mist, ey. Jetzt Bam! Ein Hit, Alter! Jesus, one hit, bitch! Oh, du Sausack, pimmeliges Pimmelfieh, du. Boah, macht der viele fiese Attacken, ey. Nein. Ich seh nix. Was? Im Rückwärtsgehen hat er mir eine gewischt. Okay, in der zweiten Phase schwerer anzuwenden. Aber One-Hit ist schon nice. Huh, die zweite Phase hat's in sich. Oh, was? Oh, ich bin leer. So viel zum One-Hit. Oh! Geht er genau im Scheiß-Fick-Fuck-Fick-Moment hoch, ey.
Die machen alle so hart Damage. Jeder Treffer ist immer eine Flask. Das ist so nervig. Ah, gut, ich mache auch viel Damage, fairerweise. Zu früh. Toll. Okay, was soll man da machen? What the fuck? Da hat er mich gebaitet. Ich dachte, der Kopf kommt runter und dann ist er runter und direkt wieder hoch. Der ist schwerer als gedacht, glaube ich, ey. Obwohl der viel Damage frisst, der teilt auch unfassbar aus, ey. Und ehrlich gesagt, weiß ich nicht, ob ich die Flask für die Buffs verschwenden will. Das ist halt einfach fies, weil du nichts siehst. Das nervt mich. Ich hasse sowas. Und dann dieses ständige Ab. Oh, ich kotze ab, ey. Ich hasse, dass alle Bosse in diesem DLC komplett unübersichtlich sind. Dass du nie weißt, wo die Attacke ist und wo der Gegner ist, Mann. Immer das Gleiche. Es nervt. Irgendwas müssen die da mal langsam hinkriegen mit der Kamera. Hier, was ist das für ein Scheiß, ey? So, jetzt mal da vom Timing gucken, wann wir hier. Scheiße, das war's schon mal nicht. Das auch nicht. Alter, auch hier wieder. Zu früh. Wieder Scheiße.
zu langsam, Alter. Reflexe von einem Opa. Mieses Shitficke. Oh! Nee, nee, nee. Niemals hast du mich erwischt, Bitch. Ah, diesmal hat er getroffen. Ja, geil. Erstmal orientieren, ne? Wie man da nichts mehr sieht, einfach. Boah, das war knapp, der wäre direkt auf mich zugekommen. Oh shit, es kommt noch einer oder was? Ich habe nur noch zwei Flasks. Scheiße. The fuck, immer diese Atombomben-Scheiße. Wie? Schlag! Ja! Oh, war das knapp. Jesus. Remembrance of the Shadow Sunflower. Michaela's Great Rune? Uff. Also diese Atombombe. Ein Glück hat die mich nicht voll erwischt, ey. First try, Leute. Am Ende muss es immer das Blasphemous Blade richten. Es ist ein bisschen billig. Aber was willst du machen, wenn es einfach so gut passt? Überleg mal. Den ersten vorbeigesegelt. Wenn ich keinen Mana, das wäre auf jeden Fall der Tod gewesen, hätte ich gekotzt. Aber gut. Hätte, hätte. Hat ja geklappt. So, nach dem Boss nehme ich immer die Milady, um mich zu Hause zu fühlen. Und vielleicht noch die Krallen.
Gefühl von Heimat. Aber was hat das? Achso, warte mal, wir müssen uns das natürlich angucken. Retains not, but the power to resist charms? A great rune relinquished by Michaela. Broken and bare fit of its bounty, it retains not, but the power to resist charms. Michaela set off for the Taj and shredded by shadow, abandoning everything. His golden flesh, his blinding strength, his fate, all in effort to bury. Was macht das? Ich raff immer noch nicht, was das ist. Reusable. It retains not but the power to resist charms. Ah. Was haben wir hier? Remembrance of the Shadow Tree. Out of Yun into the Shadow Tree. The power of its namesake can be unlocked by the finger reader. Blablabla, bla, bla. Okay. Machen wir gleich. Checken erstmal, was hier noch so ist. Ob hier noch was ist. Oh, wisst ihr, was bei dem vielleicht auch gut funktioniert hätte? In der Mixed Physik dieses, was die Gegner in Öl steckt. Und dann erst Feuer drauf. Das hätte wahrscheinlich auch richtig... Das hätte vielleicht auch richtig Damage gegeben. Shadow Sunflower. Die sind schon kaputt. Ausgetrocknet. Na, ich schätze mal, hier ist nichts mehr. Aber man weiß es nicht. Wir müssen gucken. Bei den Two Gargoyles im Main Game, da ging es danach auch noch den Wasserfall hoch und alles. Weiß man immer nicht. Wie geil der One-Hit war. Einem Energiebalken komplett weggeschossen. Nur leider hatte er danach noch zwei. Das ist auch wieder so geil, ne? Die Sonnenblumen, die hier so relativ weit drinnen in der Arena sind, die sind alle vertrocknet. Nur die, die am Rand da stehen, wo sie auch Sonne abkriegen, tatsächlich, oder Licht, for that matter, nur die sind auch geblüht. Kurze Antwort, Ede Olympia, ja oder nein? Ja, manche Disziplinen. Also, es läuft immer mal so im Hintergrund, dann gucke ich da immer so rein. Hockey fand ich ziemlich lame, aber ich mag auch Hockey nicht. Also Feldhockey finde ich irgendwie eine lame Sportart. Judo habe ich geguckt, fand ich geil. Tischtennis habe ich geguckt, fand ich geil. Basketball habe ich geguckt, fand ich geil. Wann spielt Team USA? Spielen die nicht heute Abend? Oder spielen die erst morgen? Ja nun, hier scheint nichts mehr zu sein.
So, jetzt gucken wir uns erstmal die Belohnung an. 28.07. Ja, was weiß ich, was für ein Datum heute? Was ist heute für ein Datum? 27, also morgen. Shadow Sunflower Blossom Colossal Weapon. Holy Damage. Oder Land of Shadow. Fires a hail of golden projectiles. Moment, Land of Shadow hat doch meine Keule als FP kostet 40. Ist ja Quatsch. Ballern wir gleich mal hoch auf plus 9 hier. When in Rome. 6, 7, 8. Oh, ich muss 9 kaufen. 9. Und die haben wir auch noch nicht hochgeballert. 2, 3, 4, 5. Achso, das ist eine 25er. Einfach Bock. Ich muss einfach Sachen aufleveln. Was haben wir denn hier zum Aufleveln? Finde die ganze Zeit diese Glove Words, dann benutzt man die nicht, weil man keine Summons spielt. Das ist irgendwie auch scheiße. Curseblade Mira. 138. Tail You the Golem Smith. Den mal ausprobieren. Soldiers of Fortune. Explodieren die? Explode upon death. Ach, den Schild hätten wir auch noch. Den Kampfschild hätten wir auch noch upgraden können. Und die Kanone. Eieiei, so viele. Alter, was ist denn das? Eine Sonnenblumenkeule. Das gleiche Moveset wie mein Baum. Ohohoho! Aber hier schön auch Holy Damage.
1681. Das ist nicht so schlecht. Könnte man, ich meine, Impaling Thrust ist wirklich eine sehr gute Attacke, aber man kann hier natürlich auch noch infusen, glaube ich, wenn ich das richtig sehe. Und das ist natürlich schon interessant. Kannst Crackblade drauf machen, kannst alles drauf machen, kannst Blood. Quillines, ne Quatsch, Heavy Thrust, Blood Tax vielleicht mit der Waffe. Pam, 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 pam. Flameskewer. ...1375, was ist bei Blood? 1171? 1416. Als Quality Build. 1238 als Heavy. 1338 als Keen. Blood 101, das ist nicht so schlecht. Quality hätte gar kein Blood, aber ein bisschen mehr. Nee, dann machen wir Blood. Probieren wir es mal. Hier komme ich! Achtung! Yeah! So, jetzt müssen wir hier nochmal kurz gucken. Einmal noch Mock shackeln. Nicht, dass wir irgendwas übersehen haben. Und dann müssen wir in diesem ultralangen Aufzug natürlich auch nochmal shackeln. Na gut. Man darf sein Glück auch nicht herausfordern. Man kann ja nicht immer eine neue Zone irgendwo finden. Na gut, komm. Na, das war jetzt tatsächlich Absicht. Ja, genau, Absicht. Als ob, Ede, als ob. Nee, das war wirklich Absicht. Ich dachte, ich spring nochmal runter. Ist klar. Mhm. War auch Absicht, dass du 300 Mal bei Relana gestorben bist, ne? Ja. Aus Forschungsgründen, ne? Der Wissenschaft. Mhm. Ist klar. Bist jetzt Wissenschaftler, Eddie, ne? Bist jetzt Wissenschaftler. Mhm. Chern dankt es dir. Chern. Ah, Gag verkackt. So, Leute. Jetzt nochmal genau hingucken.
Tja. Schade. Battlefield Priest Cookbook. Golden Grease und Rost. Golden Grease, okay. Oh, was ist hier? Why? Sagt man CERN oder CERN? CERN, ne? Tscherno-Jobatei, aber das am CERN. Am CERN haben die Forscher wieder rausgefunden, was passiert, wenn man zwei Atome gleichzeitig Elden Ring spielen lässt. Und das eine Atom war sehr schnell durch im allerersten First Try. Das zweite Atom spielt immer noch. Es ist ein sehr dummes Atom. Es klingt ein bisschen nach Hitler, stimmt, aber es sollte gar nicht. Echt blöd! Ihr seid echt blöd! CERN. Doch CERN. Im CERN wurde heute wieder. Moment, das Ding ist ja Feuer. Macht das so Sinn, da Blut drauf zu machen? Oder sollte man dann nicht noch mehr Feuer drauf machen, tatsächlich? Naja, ich werde die Waffe eh nicht dauerhaft spielen, glaube ich. Hohoho, Shadow Tree Fragment, best item. Eins brauchen wir noch, Leute, fürs nächste Upgrade. Elden Ring, das zweitbeste Spiel. Was ist denn das beste Spiel? Freunde. So, jetzt habe ich mich wieder ablenken lassen. Und schon wieder die Orientierung verloren. Jetzt wollen wir mal die Sonnenblume abchecken. Nee, warte mal. Es ist so ein verwirrendes Level hier. Zumal jetzt alles nochmal neu erkundet werden muss, weil ja jetzt das Wasser weg ist. Nee, da war die Sonnenblume.
Ach so, das war hier, ging es dann rein. Okay, aber wir können ja noch weiter hier außen rum. Oder? Warte mal. Also längst nicht das gesamte Außengebiet erkundet. Doch, hier waren die Krabben. Crab Daddy. Vielen Dank, Griffith. Ach so. Bloodborne ist immer noch deine Nummer 1. Ich dachte ich. Oh shit, noch einer? Dann können wir ja direkt mal die neue Waffe testen. Oh, jetzt haut er ab. Komm her. Das meine ich halt. Wann soll man die anbringen? Nice Stagger auf jeden Fall. Ganz ersichtlich ist. Ach komm, jetzt hau ich dich einfach um, jetzt reicht's. Wenn du dich nicht staggern lässt. So. Dafür, dass er so groß und. Oh, nochmal so ein Ding. Unübersichtlich ist. Lass nehmen wir mal wenig Zeit für den Repost. Das war lustig. Vorhin habe ich Fechten geguckt, Leute. Olympia Fechten. Und dann hat der Kommentar gesagt, oh, und da war der Repost. Und da habe ich direkt gesagt, er spielt auch Elden Ring. Auch einer von den Souls-Leuten. Den Repost. Wusstet ihr, dass es den im echten Leben gibt? Stark, oder? Place on the eye of another. Place on the eye of another. Ich glaube, Fechten hat es bei Dark Souls geklaut. Erst war Dark Souls, dann war Fechten. Dann haben die sich gesagt, ey, ich habe da dieses Spiel gesehen, das hat auch so Schwertkämpfe und so, lass uns doch das übernehmen. Die Kids werden drauf stehen. Repost, wie sagt man? Repost? Repost? Reposte. Was war zuerst, Dark Souls oder das Ei? Es ist ja relativ einfach zu beantworten. Wir erinnern uns alle an Dark Souls 1, wenn wir uns in das Nest gerollt haben und dann vom Vogel wieder an den Anfang gebracht werden. Warum? Weil der Vogel dachte, dass wir das Ei sind. In dem Sinne war quasi Dark Souls das Ei. Und beantwortet die Frage, was war zuerst, die Henne oder das Ei? Nein, zuerst war Dark Souls. Als Ei. Und daraus ist alles andere entstanden, im Prinzip. It's science.
Ich will euch nicht weiter mit Allgemeinbildung langweilen. Sorry. So, habe ich hier unten jetzt alles oder noch nicht? Wir gucken uns das Ganze nochmal von oben an. Riposte übersetzt ein Gegenangriff nach einer Parade. Scheiße. Bam. Er ist schwer durchzukriegen, dieses Special Shadow Sunflower Headbutt, aber wenn er mal hittet. Ich frage mich, ob Miyazaki als Kind oft auf Dächern abgehangen hat. Irgendwie könnte ich mir das vorstellen. Dächer und Luken. So, hier ist Endstation, ne? Da oben war der Schalter. War da noch was? Nee, ne? Da ist das Bonfire. Haben wir abgecheckt. Ich glaube. Aua. So, okay, jetzt will ich hier unten. Also wenn wir hier alles haben, dann können wir jetzt sagen, das Außengebiet. Ich will noch einmal kurz. Ich habe immer so eine FOMO. Ich glaube, das ist, weil meine Kumpels ab und zu mal im Sommer, als ich noch klein war, als ich so 12 war, ohne mich ins Freibad gegangen sind. Seitdem habe ich so eine FOMO, die ich nicht mehr wegkriege. Chapel, Storehouse, Loft. Sind die auch nachts ins Freibad eingebrochen? Oder war das eine Story von Jon? Das war eine Story von Simon, glaube ich.
Ach, ey, die Qual der Wahl. Man weiß wirklich manchmal nicht, was man nehmen soll. Alles so geil ist. Dann hätten wir Heavy Load. Dann hätten wir Mad Load. 2,5. Zickst du rum? Ja, also ich sag mal hier, dieses Level ist so leicht, was zu übersehen. Hier geht echt eine Menge. Möglicherweise war das hier schon ein Fehler. Da sind wir gestartet. Das dürfte tödlich sein. This is a problem. Wie habe ich das denn das letzte Mal gemacht? Ich glaube, ich bin einfach runtergejumpt, oder? Ja, wir können ja auch erstmal den Standardweg gehen. Bevor wir immer Geheimgänge suchen, können wir auch erstmal normale Gänge suchen. Gang, gang! Oh. Thin Beast Bones. Alles klar. Geil. Erinnert ein bisschen an die Bibliothek in Dark Souls 3. Gäh? Ist echt so. Warum wusste ich, dass das etwas ist, das mich nicht weiterbringt? Hier könnten wir runterdroppen, aber wie immer gilt die Devise. Erst oben lang. Wobei, das sieht hier schon fast sehr gefährlich aus. Ja. Nice. Shit. Das fühlt sich sehr Dark Soulig hier an, finde ich. Dieser ganze Legacy Dungeon. The fuck? Alter! Du Wichser, ey.
Well played. Alter, wie die Kamera, ohne dass ich irgendwas berührt habe, einfach sich überlegt, ah ja, mach ich mal hier kurz einen kleinen Schwenk. Und ich habe unten irgendeinen Text ausgelöst. Habt ihr gesehen? Ey, das war ja unverschämt. Die Kamera hat einfach plötzlich die Richtung geändert. Hier, Alter, wie frech. Fass es nicht. Was erlaube Leiter. Hier. Alter. Ja, leck's mir doch am Zipfel, du! Glück gehabt. Alter, ich hasse es. Wieso falle ich denn immer überall runter? Ich bin der Fall Guy. Fuck. Da hat gerade eine Fledermaus einen Geist aufgegeben. Ohne mein Einwirken. Da unten ist noch ein Item. Ja, freilich, was sind wir denn jetzt hier? Das ist jetzt, ach. Ja, sicherlich. Da unten, da oben, da, da links, da rechts. Ausblick hat man hier. Den Shadow Tree, wir waren ganz unten. Wir waren ganz unten und jetzt sind wir ganz oben. Die Tür ist einfach mal zu. Denn jetzt? Nicht noch ein Boss, oder? Juhu!
Alter, wie viele Bosse sind hier? Da. Ich sehe was, Leute. Ich fall hier nicht auf irgendwas rein. Wo ist das scheiß Fernglas? Ist das wieder ein Wildschwein oder sowas? Da können wir doch. Shadow View. The fuck. Nein, ein Dreckswildschwein. Nee, mit einem Reiter? Commander Gaius? What the fuck? Ja, natürlich trifft er mich. What? Schon weg, ich habe gar nicht auf die Energie geachtet. Okay. Ich habe überhaupt nicht auf die Energie geachtet. Aber Moment, den können wir staggern. Pass auf. Wie machen wir den? Den können wir staggern, wir können das... Dumme Reitvieh von ihm können wir staggern. Das machen wir auch. Dem geben wir richtig, ganz egal wo. Nehmen wir hierfür in Kauf. Ja, wir müssen hier auf Pois gehen. Damit wir nicht so leicht. Probieren wir es mal so. Auch hier könnte das Blasphemous Blade tatsächlich Wunder wirken. Na, jetzt komm her, du Sausakto! Okay, auch wieder nichts. Da ist der Stagger. Ah, der hat aber viel Energie. Was? Zum Pimmel! Eddie, guck doch auch mal auf deine Energie. Nicht nur auf die vom Gegner. Ist trotzdem richtig. Ist doch richtig alles. Ich würde einfach gerne mal dieser ersten Attacke ausweichen. So zum Beispiel. Oh, da hat er Glück gehabt. Hat der eine Sahne. Nah an dem Rand bleiben. Nee, Dreck. Nein. Du Sahnebärchen, du. Wow. Was? Ah! Oh, hat er Glück gehabt. Das war fast ein First Try. Habt ihr gesehen, wie geil ich der Attacke ausgewichen bin am Anfang? Das habe ich mir nämlich gemerkt vom ersten Hippo.
Du musst nur den richtigen Moment abpassen, dann kannst du durch den durchrollen. Nein! Oh, Jesus. Das Fenster ist zu kurz. Wenn du da einmal auf der falschen Seite stehst, schon scheiße. Kryptomanics bitte einmal blocken, danke. Oh, ich heile. Wieso staggerst du nicht? Ist jemand im YouTube-Chat, der den mal gerade... Ist der YouTube gewesen? Dann block ich ihn. Kein Bock mehr auf diese Scheiße. Das wird jetzt direkt geblockt. Die Zeit nehme ich mir, keine Sorge. Ja, wegen sowas blocken. Ganz genau wegen sowas. Was doch auf Twitch? Ich glaube, ich habe mich ziemlich klar ausgedrückt, auf was für Kommentare ich keinen Bock mehr habe. Und wenn man das nicht kapieren will... Das ist leider Pech. Oh, da will noch einer geblockt werden. Zeus ist dein Vater. Ciao, mein Freund. Noch jemand sagt's nur, für mich ist es nur ein Klick. Nicht hin. Ah, Glück gehabt. Also Zeus ist geblockt, den anderen block ich später. Geht jetzt auf dem Handy nicht so gut. Hartref, du, wenn du da bist, du hast auf jeden Fall Permission to block. Jeder Kommentar, der mir erzählen will, dass ich zu stark bin und dass es deshalb lame ist, wird sofort geblockt, Leute. Sofort. Ich habe auf diese Diskussion mit euch gar keinen Bock mehr. Es interessiert mich 0,0. Wenn es euch langweilt, zieht weiter. Oh, wie ich nicht treffe, ey. Verdammte 3x Lionsclaw daneben, ey.
Mann, ist das ein scheiß Try. Nochmal, jetzt komm ich aus der Attacke raus und dann treffe ich aber nicht mit der Lion's Claw. Ich glaube trotzdem, dass das der richtige Weg ist hier. Nein, zu früh oder zu spät? Ich weiß es gar nicht. So. Nein, jetzt... Fuck! Oh! Okay, warte. Vielleicht... Mehr Reichweite. Nein, Mann. Was habe ich denn jetzt gemacht? Das war auch sehr merkwürdig alles. Kann ich eigentlich auch aufs Pferdchen? Ach, ich kann auch aufs Pferdchen. Ja, sag doch was. Das wirklich ein Vorteil ist. Halleluja. Mein erster Try war wie immer der beste und dann kommen wieder 15 Tries, die komplett scheiße sind. Alter. Hammer war besser, ne? Da ist kein Stagger drin, ey. Hammer war besser. Kann noch mal Baum versuchen. Probieren wir es mal mit Baum. Das ist eigentlich mein Lieblingsbonk.
Boah, du Lackpimmel, ey. Was ist die beste Bonk-Stagger-Waffe mit einer guten Reichweite? Was würdet ihr sagen? What the fuck? Klappt's überhaupt nicht mehr. Ja, okay, jetzt macht er das die ganze Zeit, okay. Wow. Die Sonnenblume. Mach ich echt mal die Sonnenbrille. Sonnenblume. Hammer war bislang deutlich am besten, das muss man schon sagen. Man sieht vor allen Dingen den Fucker nicht durch die Sonnenblume. Alter, was geht ab? Wie viel Schaden der einfach macht. Mann! Zu früh oder zu spät? Wenn man es nur wüsste, ja, das ist zu langsam, sehe ich jetzt schon. Wir müssen nur das richtige Setup finden. Vielleicht habe ich es auch schon gefunden. Ich weiß es nicht. Hat.
Wieso staggert der Huso nicht, ey? Mann! Gibt's doch gar nicht. Gibt's doch gar nicht. Die Axt hat mir gut gefallen, aber was mir nicht gefallen hat, ist, dass er einfach nicht staggert, ey. Das hat nicht geklappt. The fuck? Hätte ich peilen müssen. Zweite Phase schon, Penner. Und wieder eine Atombombenattacke. Ich raff gar nichts. What? Mann! Krasse ist, man kommt gar nicht dazu, alle Flasks zu benutzen. Weil der so viel Schaden macht, dass er dich eh einfach killt. Guck dir diese dumme Attacke an. Keine Chance, Alter.
Anfang war gut, aber zweite Phase ist komplett crazy, ey. Vielleicht muss man in der zweiten Phase aufs Pferdchen. Scheiße. Mann. Boah, Alter, wie viel der abnimmt! Alter Schwede, ey. Er nimmt einfach den gesamten Energiebalken mit einer Attacke. Nein! Dusch. Warum? Leute, ja, ich weiß, dass ich mit der Rüstung mehr Damage nehme. Fragt mich doch nicht solche Sachen. Ich weiß, ihr meint es nicht böse, aber ich wähle doch nicht einfach nur zufällig die Sachen aus. Das ist eine bewusste Entscheidung pro Damage versus Verteidigung. Oh! Alter, das ist nicht die richtige Herangehensweise, ey. Noch zu random, dass das mal klappt und mal nicht. Diese Combo weiß ich nicht, wie man das schaffen soll, ey. Einer erwischt dich immer. Unfassbar, ey. Oh, ist das nervig wieder mal.
Wir haben Spaß, wir haben Spaß. Nein. Stirb bitte einfach. Kann man den parryen? Habe ich noch nicht probiert, ne? Lol, wie schnell der! Du stehst, kommst du nicht mal halb um ihn rum. Was ist der Tipp von Jack FromSoft? Jetzt kann man ihn parryen oder nicht? Mann, ey. Ich glaube, den kann man nicht parryen. Wir müssen nicht so lange auf dem Pferd. Das ist schwer zu sagen. Meine Fresse. Er schlägt einfach nicht. Lol, du kommst nicht mal um ihn rum, Mann! Für den ersten Stagger. Was willst du da machen?
du Lacker, ey. Oh, du Pisspimmel. Ja, ich musste mich zwischen einer Sache entscheiden, Mana oder Health. Gott, ist das nervig, ey. Wie jeder Boss jetzt so eine Atombomben-Melania-Nummer hat. Einmal in die Luft und crasht runter, macht riesen AOE. Jeder Boss hat das mittlerweile. Jeder. Einfach dodgen. Ach so. Auch dass der mit dem Kopf einfach nur, der macht mit dem Kopf einfach nur ansatzloser Schlag. Kannst du quasi nichts gegen machen. Nein! Mann! Wie genau muss man denn die Scheiße da treffen? Oh, fucking falsche Flask, ey. Ich krieg dich. Was für ein Drecksgegner, ey. Oh Gott.
What? Yes! Komm! Nein! Ich hatte keinen Mana mehr für den Blindspot. Was? Hä? Ich hatte doch noch zwei Drittel. Oh. Ich würde das mal hinkriegen ohne Treffer. Oh, du Sau, halbe Energie mehr noch. Boah, ist das wild, ey. Pech. Nein! Einmal der beste Stagger gewesen und tot. Knapp. Das war jetzt gerade eine Sekunde zu. Das war sehr knapper, als es aussah, sage ich euch. Das war knapper, als es aussah. Mann! Same old, same old.
Oha. Zweimal gestaggert sogar. Jetzt wegrennen. Dann können wir Mana benutzen. Oh, hä? Macht er nicht seine Transformation? Auch jetzt. Der Baum! Habt das gesehen? Der Scheißbaum! Der wird mich diesen Try kosten. Der Drecksbaum, Alter, ich fass es nicht. Der Drecksbaum hat alles kaputt gemacht. Obwohl ich mich dann noch gut erholt habe, aber das hat mich komplett aus dem Rhythmus geballert, ey. Jesus. Den einzigen Baum, der hier nicht umfällt, den treffe ich natürlich. Nein. Hier ist der Trick. Oh Gott. Das wird nix, dieser Try. Das sehe ich da jetzt schon. Obwohl. Wenn er so fällt. Ja, das, den Schwinger finde ich unfair. Diesen Kopfschwinger finde ich unfair. Sag ich ganz ehrlich. Der ist quasi nicht zu verteidigen. Da nehmen sie dir einfach ein Stück Energie weg. Weil wie steuern. Energie steuern. Den finde ich unfair, den Move. Gegen die anderen sage ich nichts. Aber der ist so ansatzlos mit seinem Kopf. Puff. Unmöglich. Unmöglich darauf zu reagieren. Auch die Tante mit ihrer Tanzmatte schafft es nicht. Weiß ich. Ich habe gestern gesehen. Wieder nicht. Auf jeden Fall ist der Trick, auf ihn zuzurollen. Wenn man ihn überhaupt trifft. Jetzt schon? Okay. Guck, schon wieder gegen irgendwas gelaufen. Achtung, Baum. Nein, ich treffe ja gar nichts. Gier. Nein. Egal. Nein. Jetzt habe ich dich, Motherfucker. Nein, ich treff einfach die Scheiße nicht! Dreimal daneben, ey! Was der für einen Lack gerade hatte, ey! Mann!
das für eine scheiß Hitbox, ey? Wieder nicht. Das ist nicht, ich hatte ihn doch schon zweimal eigentlich. Nee. The fuck?
Ja, genau. Boah. Steh auf, Junge. Gier, aber musste sein. Stirb. Bitch. Möge er im fucking Wildschweinhimmel landen. Es war auf jeden Fall wieder typisch Ede-Kampf. Volle Offensive und hoffen, dass der dritte Lions Claw und Stagger ist. Und dass man den erwischt. Aber ich hatte ungefähr im Gefühl, was heißt, ich konnte es ja nicht wissen, aber ich hatte im Gefühl, dass der letzte Lions Claw ihn auf jeden Fall staggert. Und ich wusste, wenn ich ihn stagger, dann besiege ich ihn. Aber es war immer die Frage, wenn beide springen so hoch, er macht seinen Lion's Claw, also er macht ja so einen Salto und schlägt dann nach unten. Und Gaius geht nach oben und macht diesen Poke. Und die Frage war, was trifft zuerst? Wenn sein Poke getroffen hätte, wäre ich tot gewesen wahrscheinlich. Und wenn mein Lion's Claw ihn trifft, ist quasi... Aber okay. Hat ja geklappt. Trotzdem nerviger Gegner. Ich fand den nicht schlecht. Also der hat schon Bock gemacht. Überschaubare Angriffe eigentlich. Am Anfang diese 5er-Kombo, aber die kannst du eigentlich relativ easy mit 5 Rolls einfach dodgen. Und dann hast du eigentlich auch ein Window für einen Lion's Claw ohne Damage Trade, 2 Lion's Claw mit Damage Trade. Ich glaube, der Schlüssel war tatsächlich hier der Dragon Crest Great Shield Talisman. Weil der dafür gesorgt hat, dass ich immer, auch wenn ich getroffen werde, noch einen Treffer ab, also dass ich nicht getushottet werden kann. Er brauchte 3 Treffer in der Regel, um mich zu killen, statt 2. Und das hat mir genug Zeit gegeben, um eben eine Lion's Claw extra durchzugehen. Manchmal sind es so wirklich so Kleinigkeiten im Timing, je nach Bild, was man spielt. Aber ich glaube, das war der Schlüssel. In dem Fall, dass ich ein bisschen weniger Damage genommen habe. Insofern war der Hinweis auf die Rüstung natürlich auch nicht verkehrt. Wenn man weniger Damage nimmt, muss man weniger heilen, kann man mehr Schaden machen, ist immer eine Rechnung. Aber ich war mit dem Damage-Output sehr zufrieden, deshalb wollte ich da wenig ändern. Was sind wir denn hier überhaupt?
Was halt an dem Boss eigentlich das Schwerste war, ist dieser unfassbare Damage, den der gemacht hat. Also zumindest jetzt hier im NG+. Und er hatte gar nicht so viel Energie. Also das ging eigentlich. Aber generell dieser dumme Sturmangriff oder Sturmlauf von seinem Wildschwein, auf dem er da saß, der war halt sehr nervig. Was ist das? Mach auf! Ich bin's, der Gaius. Ja, so sehe ich das auch, The Sane, wie er sagt hier, glaube ich, bevorzuge lange Bossruns, darf er aber nicht gewone-shottet werden, anstatt so ein Gegner wie hier. Ja, das mag ich auch lieber. Lieber ein längerer Kampf, wo man viel, sag ich mal, lernen muss oder beziehungsweise viele, viele Patterns kennen muss, als ein Boss, der eigentlich nicht viele Patterns hat, aber dafür dich dauernd one-shottet. Einfach auch, weil ich es hasse, immer wieder neu zu buffen und zu laden. Diese Ladebildschirme und dieses... Guck mal, das ist ein Greatsword, was da drinnen steckt. Das Dumme am Sterben beim Boss ist ja auch immer... Ich meine, bei Elden Ring geht's ja noch, bei... früheren Souls-Spiel musstest du ja immer noch durchs halbe Level, bis du wieder gegen den kämpfen konntest. In der Regel. Aber es nervt halt immer, du hast die Ladezeit, dann musst du dich wieder buffen, dann kommt wieder diese Anfangsphase und du bist dann in so einem High-Energy-Zustand, du willst einfach gegen den kämpfen, du willst die ganze Zeit kämpfen, kämpfen, kämpfen und alles, was dich davon abhält, nervt einfach nur. Früher die Ladezeit, Demon's Souls, Alter, auf der PlayStation 3. Das war der absolute Horror. Da bist du beim Gegner, beim Endboss gestorben. Und dann hattest du erstmal, konntest du aufs Klo gehen, bis es überhaupt geladen, bis der Bildschirm überhaupt geladen hat. Und dann musstest du noch durchs halbe Level gehen. Allerdings waren die Bosse da natürlich auch viel, viel einfacher. Und es gab eine realistische Chance, sag ich mal, da auch mal einen zu first tryen. Aber dieses, du musst einen Boss 30, 40 Mal machen, was ich würde sagen, eigentlich mit Sekiro eingeführt wurde. In der Häufigkeit. Und jetzt hier in Elden Ring natürlich auch. Das gab's in der Form, glaube ich, so vor. Also so wie ich mich erinnere, nicht. Ich kann mich nicht erinnern, an irgendeinem Souls-Boss so lange gesessen zu haben, wie bei einigen Elden Ring Bossen. Und die Chance, sozusagen einen Boss, den du überhaupt nicht kennst in Elden Ring, direkt beim ersten Mal zu legen. Nicht, weil du irgendein Imba-Bild oder so hast, sondern weil du die Attacken lesen kannst. Und das ist fast nicht möglich, meine ich. Die haben so viele Sachen, die du einfach nicht wissen kannst, wenn du nicht ein paar Mal dran gestorben bist. Schau auf die Karte. Okay. Ah, jetzt kommen wir hier hin. Aber was soll ich mir denn angucken? Auf jeden Fall können wir da hinten raus. Aber was soll ich hier sehen auf der Karte? Was meint ihr? Shadowkeep Blackgate, Shadowview. 1, 2, 3, Bäume. Lauf mal hoch. Ja, natürlich laufe ich dann. Ihr meint durchs Gate da hinten oder was?
liegt ein Item? Wo liegt ein Item? Meint ihr, ich soll hier durchgehen? Natürlich gehe ich hier durch. Oder was meintet ihr? Habt ihr gedacht, ich übersehe, dass man da durchgehen kann oder was? Leute. Ihr müsstet mich besser kennen. Zumindest in Elden Ring. Also das... Also jetzt mal... Glaubt ihr, dass ich diesen Part auf der Karte nicht gesehen habe oder was? Na gut, das sagt... Ich weiß nicht, ob das was über mich oder über euch aussagt, ehrlich gesagt. Vielleicht beides ein bisschen. Du bist 12-mal im Kreis gelaufen. Ja, weil ich die Arena abgecheckt habe. Weil ich sicher gehen wollte, dass in der Arena nicht noch irgendwas ist. Und weil ich gelabert habe und während ich laber, will ich nicht irgendwie Progress machen, weil ich dann irgendwas verpasse, damit genau sowas nicht passiert. Bin ich im Kreis gelabert, im Kreis gelabert, das ist aber auch schön. Ja, da war schön im Kreis gelabert. Talachon, ne. Deutschlands gechillter Let's Player der Welt aus Deutschland, Leute. Oha, was ist denn da? Shadow Tree Chalice? Chalice Dungeon oder was? Bloodborne, was geht jetzt ab? Shadow Tree Fragment! Noch eins! Ist das geil. Wie viel habe ich gerade gekriegt? 5, 6, 5? No Diddy. Ey, wie geil ist das denn? 5 Shadow Fragments? Einer noch und ich kann zweimal leveln? Boy, boy, boy. Okay, das ist, was ich meine. Leute, das ist, was ich meine. FromSoft weiß schon, dass das ein dreckiger fucking Wix-Gegner war. Und weil FromSoft ein schlechtes Gewissen hat, haben sie gesagt, okay, was können wir machen, damit die uns danach noch lieb haben? 5 Shadow Tree Fragments. Und es klappt. Guck mal, das wäre lustig. Ein Boss hier drinnen zu bekämpfen, in so einer kleinen Mini-Arena. Das wäre mal was Neues. In der Schale sind nochmal 3. Sauber. Das ist ja mal geil. Okay, das ist mal eine richtig geile Belohnung. Hier ist der Skill mit dem Abbremsen. Habe ich euch schon ganz am Anfang vom Let's Play gesagt, dass ich unglaublichen Skill habe, mit dem Pferd an der Klippe abzubremsen, ohne runterzufallen. Das ist einfach, habe ich gemastert. Keiner kann besser an der Klippe abbremsen. Weltweit, glaube ich sogar. Wenn es da irgendwo eine Competition gibt, Felsen bremsen,
World Cup oder sowas. Count me in. Aber was ist die Lore hier hinter? Das finde ich interessant. Das sind Wurzeln, Shadow Tree, Chalice. Also, was ist ein Chalice eigentlich? Ich weiß gar nicht, was Chalice heißt. Das scheint irgendein Krug oder sowas zu sein, ne? So, und hier ist Mond und Baum. Und das Feld vielleicht... Ah, es könnte sein, die wollen die Harvest. Die haben das hier hingestellt, weil die denken, dass vom Baum die Fragments runterfallen in diesen Chalice rein, in den Kelch, in die Schale. Kelch, Chalice heißt Kelch, okay. Ja, gut. Die haben hier diesen Kelch hingebaut und die Dinger, die ich hier eingesammelt habe, sind die, die daneben gefallen sind. Und die habe ich aufgesammelt. Vielleicht, wenn man hier lang genug wartet, so wie der Dude hier offensichtlich, dessen Skelett wir hier sehen. Blessed Bone Shard. Oh, jetzt werde ich gierig. Ich will noch mehr. Oh, YouTube war down, kann das sein? Nee, doch nicht. Alles gut. So, schon zwei Remembrance-Bosse gelegt heute. Was ist denn mit mir los? Was ist da? Guck an. Komm her jetzt! Oh, du Nervbackenhirte, ey. So sehen Winner aus. Lol. Gaius' Greaves. Und Albanar Bloodblood. Gaius' Greaves. Black Iron Greaves made from Commander Gaius. A cruel joke, for he could not wear them. Riding atop the boar he called his other half, Gaius was in fact a warrior of Albanaric extraction. Der konnte nicht. Der hatte keine Beine. Interessant. Sharpshoot Talisman. Boost Attack Power of Precision Aimed Shots. Was sind denn Precision Aimed Shots? Selbst geaimt. Oder was? Leute, ich hätte niemals gedacht, dass ich so lange Spaß an diesem DLC haben werde. Das ist einfach nur krass. Ich habe neulich mit Budi drüber gesprochen. Der hat ja Elden Ring noch gar nicht gezockt. Und wenn der jetzt in den Genuss kommt, quasi Elden Ring plus DLC als ein ganzes Game,
Wie krass das eigentlich einem vorkommen muss, wenn man das so an einem Stück, du denkst dir ja, du zockst das krasseste Game. So, ich glaube, wir haben alles. Nichts mehr hier irgendwie. Da kann man ja nicht irgendwie rein. Das ist einfach nur... einfach nur hoch. Da hinten schon. Da war ich schon, ne? Okay. So, an der Stelle machen wir Schluss für heute. Wenn euch das Let's Play gefallen hat, dann würde ich mich freuen, wenn ihr wenn ihr ein Like da lasst und ein Abo. Ich glaube, ich habe war das auf YouTube? Nee, auf Twitch habe ich 97.000 Follower. Also, wenn ihr noch kein Follow da gelassen habt, gerne ein Follow da lassen und ansonsten Daumen nach oben geben für den Algorithmus, damit ihr mehr Vorschläge kriegt. Vielleicht kennt ihr auch noch nicht Eddie Uncut, ein Zweitkanal von mir, wo viele Sachen hochgeladen werden, die ihr vielleicht gar nicht wisst, dass sie da sind. Die Schachspiele gegen Jan zum Beispiel. Checkt das ab, vielen Dank. Ansonsten gerne wieder in die Comments schreiben. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.